In diesem Video geht es um das Entrinden von Baumstämmen mit Druckwasser. Das Vorgehensweise und die Kommentare stellen lediglich die Meinung des Autors auf völlig subjektive Weise dar. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Erfahrungsaustausch. Bevor ich auf die technischen Details eingehe, möchte ich Ihnen erklären, warum diese Methode vor allem für Konstruktionen mit Naturstämmen, wie zum Beispiel Häuser oder Hochseilgärten, interessant sein kann. Das Entrinden von Stämmen und Ästen ist ein wichtiger Schritt in der Holzverarbeitung. Traditionelle Techniken, bei denen verschiedene Arten von Entrindungswerkzeuge wie Planen oder Schälmaschinen verwendet werden, sind eine zeitaufwendige Arbeit. Industrielle Entrindungsmaschinen oder die Eder, die man eine Kettensäge anbauen kann, entfernen hingegen nicht nur die Rinde der Bäume, was nicht zur gewünschten Holzqualität führt. Bei der Druckwasserentrindung geht es uns vor allem um die Erhaltung des Kambiums. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten die Stämme im Winter geerntet werden, idealerweise zwischen Dezember und Januar und während des abnehmenden Mondes. Die Förster sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass man beim Entasten die Äste etwa 1 cm überstehen lässt. Auch beim Holzrücken, Heben und Transportieren sollte die Oberfläche der Stämme möglichst nicht verletzt werden. Die Entrindung sollte im Frühjahr erfolgen, bevor die Temperaturen zu stark ansteigen, da die Rinde sonst zu verkleben beginnt und die Arbeit schwieriger wird. Das Kambium ist das Gewebe, das für die jahreszeitlich bedingte Holzbildung in kalten und gemäßigten Klimazonen verantwortlich ist. Es befindet sich zwischen dem Splintholz und dem Bast. Manchmal wird es auch als zweite Rinde bezeichnet. Beim Entrinden mit Wasserdruck werden die Rinde und der Bast abgelöst. Das Kambium bleibt erhalten und das natürliche Aussehen der Stämme wird bewahrt, was ein gewichtigtes Argument für das endgültige Aussehen zum Beispiel eines Blockhauses ist. Außerdem wird die Gefahr von Pilz- und Insektenbefall verringert, da das Holz von allen Naturstoffquellen gewaschen wird. Diese Methode erfordert jedoch Hebevorrichtungen, um sauber und logisch arbeiten zu können, vor allem wenn die Hölzer einen großen Durchmesser und eine große Länge haben. Hier variieren die Längen der Fichtenstämme zwischen 7 und 10 Meter und die Durchmesser zwischen 30 und 50 cm. Ein Kran ist das unumgängliche Mittel, um leicht arbeiten zu können. Ein großer, ebener Arbeitsplatz im Freien ist ebenfalls ein Kriterium für die Arbeitserleichterung. In meinem Fall habe ich rückblickend meinen Wasserbedarf berechnet und verbrauche etwa 500 Liter pro Kubikmeter Holz. Ich habe das Glück, eine sehr zuverlässige, natürliche Wasserquelle zu besitzen, was die Entscheidung für diese Entrindungsmethode ebenfalls erleichtert. Auf dieser Baustelle habe ich 40 Kubikmeter Holz für 400 laufende Meter entrindet, was einem Gesamtverbrauch von 20.000 Litern Wasser entspricht. Mein Fortschritt betrug etwa 8 Stämme pro Tag. Was den Hochdruckreiniger betrifft,
so handelt es sich um einen Elektromotor, der mit 380 Volt 32 Ampere betrieben wird und an eine Pumpe angeschlossen ist, die 280 Bar und 21 Liter pro Minute liefert. Dies ist ein Minimum, da einige Reiniger bis zu 500 Bar liefern können. In meinem Fall war dies jedoch absolut ausreichend. Sie müssen unbedingt eine Lanze mit einer rotierenden Düse besitzen, da sonst unregelmäßige Spuren auf der Oberfläche der Stämme entstehen. Was die Technik betrifft, so entrinde ich rückwärts, weil ich festgestellt habe, dass ich beim Entrinden gegen die Rinde unendlich schmutzig werde. Die Ausrüstung muss nahezu wasserdicht sein. Vollständiger Gesichtsschutz, Gehörschutz, Pilgermantel, Schürze und Stiefel. Ich empfehle Ihnen auch, Handschuhe anzuziehen, da die Kälte die Arbeit schnell unangenehm machen kann. Nach getaner Arbeit müssen die Stämme unbedingt an einem belüfteten und geschützten Ort gestapelt werden, wenn das Holz nicht in der nächsten Saison verarbeitet wird. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat. Zögern Sie nicht, es zu liken und zu abonnieren. Ich habe auch noch andere Videos, die sich mit der Verarbeitung von Naturstämmen befassen. Vielen Dank und viel Spaß beim Anschauen!